Journalisten lügen für Geld, das sind Zäpfchen. Die schlüpfen denen in den Arsch und kriegen dafür Geld. So, das ist meine Definition von Journalismus in der heutigen Zeit. Das sind alles Verbrecher, Gauner, Betrüger. Moment, ich muss mal meinen Hund halten. Komm mal her. Komm mal hier. Komm mal her. Becky, komm mal hierher. Und setz dich mal. Ja, ist gut, da vorne ist nämlich ein Hund. Sollst du nicht hin. Das ist kein sauberer Hund, der hat Flöhe, das weiß ich. Der gehört einem, der ein bisschen ja, kaputt ist. Aber wer ist nicht kaputt? Ich will euch sagen, die Rentner in Deutschland bekommen 850 Euro im Durchschnitt. Das heißt, wer Miete zahlt, Strom, Gas, Heizung, Bahn, GEZ, Versicherung, der frisst nichts. Der geht los und sammelt Flaschen. Das ist das, was unsere Regierung geschaffen hat. Und jetzt gucken wir mal in die Welt. Was passiert da mit Trump und Clinton? Ja, die Amis haben über 200 Kriege geführt in 200 Jahren. Und meint ihr, die hören auf damit? Die hören nicht auf. Es ist doch so, guckt mal rein in YouTube. Traugott Ikerodt. Traugott Ikerodt wird euch sagen, welche Schattenwirtschaften es gibt, wer was bestimmt, welche von der Elite Blut saufen, menschliches Blut, damit sie sich dopen und wie viele Kindermorde es gibt. 1 Million Kinder verschwinden in den USA. Kindermorde, wir wissen die Brüssel. Bleib hier! Bleib hier! Becky, sitz! Wir wissen in Brüssel, die Kindermorde in Detroit, da gibt es schon 40 ermordete Zeugen. Leute, was ist los in der Welt? Der Vatikan ist das Zentrum des Teufels. Der Papst sagt, Geld ist die Scheiße des Teufels. Was ist denn los? Leute, was ist los? Und ich will noch was sagen. Denkt mal dran, Putin, der hat euch alle den Kopf gerettet. Sonst werdet ihr schon alle versklavt. Bedankt euch bei Putin. Er ist der Einzige. Ich sage, er ist der neue Messias. Er wird euch alle retten. Oh Leute, dass diese Welt ist so verkommen. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe auch keine Lösung. Wie soll es weitergehen? Es war doch schon immer so. Kriege, Gladiatorenkämpfe, Opfer. Die Mayas haben schon Menschenopfer gebracht. Das ist heute immer noch. Heute werden immer noch Kinder geopfert, Kinder ermordet in den Zirkeln der Elite, in den USA vor allen Dingen. Es ist eine furchtbare Welt. Aber wie will man da rauskommen? Ich denke nur über Internet. Internet hat alles aufgedeckt oder deckt alles auf. Die Internetgemeinde ist sehr stark und sie wird sich auch durchsetzen. Und wird auch Lösungen finden. Sie werden alle zusammenhelfen. Aber noch etwas will ich sagen. Ich bin seit 1996 erstmals in der Türkei gewesen und habe erfahren in der Türkei, wie gut die Menschen dort sind. Wenn ich in Izmir war, ich weinte vor Glück, weil es so eine Menschlichkeit war. Und was die Lügenmädchen jetzt abziehen mit Erdogan, das müsst ihr erstmal differenziert sehen. Man hat einen Putsch gemacht. Erdogan, muss ich sagen, hat das Land sehr gut aufgebaut. Er ist auch menschlich, sozial engagiert. Ich habe das alles erfahren von 1996 an. Und dann noch etwas. Die Türkei hat Erdöl gefunden. Man will natürlich an deren Ressourcen. Und die Türkei kooperierte mit Russland. Das hat denen nicht gefallen. Und die Türkei, Erdogan hat eine Hassrede gehalten gegen die Israelis wegen der Morde an Frauen und Kindern. Das ist schon Jahre zurück. Und dann gab es Aufstände. Und er hat auch angeprangert die Morde an den Helfern, die zehn türkischen Helfer, die ermordet wurden, die den Palästinensern helfen wollten an Lebensmittelversorgung und so weiter. Und man hat Kinder erschossen. Israelis, ich kann dazu jetzt hier nicht mehr sagen. Ihr wisst warum.
Aber das kann so nicht weitergehen. Das kann so nicht weitergehen. Und ich will dazu auch noch sagen, die Türkei hat 14% unserer Waffenproduktion gekauft. Inzwischen stellen sie selbst ihre Waffen her, selbst ihre Panzer, selbst ihre Flugzeuge. Das gefällt natürlich den Deutschen nicht. Und die Türkei hat 11,2% Wirtschaftswachstum erreicht, ohne den Euro, ohne die EU. Natürlich konnte man der Türkei mit Euro bezahlen, aber sie haben sich von der EU entfernt. Und das Schlimmste, was Erdogan gemacht hat, er hat gesagt, er will Erdöl nicht mehr mit Dollar bezahlen. Das war natürlich der Auslöser. Dann hat man die Peschmerga mit Waffen versorgt, wobei die Deutschen haben die Peschmerga mit Waffen versorgt, wobei man weiß, dass die Waffen in falsche Hände kommen. Natürlich hat die PKK die Waffen bekommen. Peschmerga haben die Waffen verkauft, öffentlich, war eine Sendung sogar, öffentlich, Fernsehsendung, habe ich gesehen. Die haben die Waffen verkauft, ein Sturmgewehr 7.000 Euro, und dann sind sie mit dem Geld des Verkaufs nach Deutschland als Flüchtlinge. Aber man wusste das vorher, dass es so kommt. Die PKK hat dann Anschläge gemacht. Also man will die PKK stützen, sag ich, und man will die Türkei instabil machen. Und man will sie zwingen zu irgendwelchen Dingen. Mein Rat, Türkei muss in BRICS-Türkei der nächste Staat. Das wäre mein Rat. Raus aus der NATO, raus aus dem ganzen Packgesindel und endlich mal neu anfangen. Oh, Leute, jetzt habe ich es euch aber gesagt. Schaut mal bitte nach bei Volker Schäfflein Facebook. Informationen außerhalb der Lügenmedien. Ihr werdet da Sachen finden, da stehen euch die Haare zu Berge, wenn ihr welche habt. Ich habe nur noch wenige, aber euch schlackern die Ohren. Ich habe große Ohren, aber ich will informieren, mehr nicht. Ich will nicht aufhetzen, nicht Unruhe schaffen, nicht. Ich will aber daran erinnern, Leute, die NSU-Morde sind nicht aufgeklärt. Die Mörder laufen immer noch frei rum. Guckt nach bei Jürgen Elsässer in YouTube, er nennt sogar Namen. Und ich erinnere an den Zehnfachmord in Lübeck vor fast 20 Jahren. Da wurde ein Flüchtlingsheim angezündet. Die drei Täter hat man laufen lassen, die drei, die ich als Täter vermute. Die hatten Brandspuren, die hatten Benzin gekauft. Das waren drei Täter aus dem Osten. Die hat man laufen lassen. Hat dafür den Safran Eid angeklagt. Der war bei mir in der Sportschule. Es war ein lahmfrommer Mensch, ein friedlicher Mensch. Ich habe mir die Boxtraining gemacht. Der hat geboxt wie ein Mädchen. Der war ein so guter Mensch. Den haben sie dann angeklagt. Der wurde dann letztlich freigesprochen. Aber das ist unser System. Die Schuld bei anderen suchen, nicht bei uns. Alles abwenden. Leute, das hat keinen Sinn. Ihr müsst euch zu euren Taten bekennen. Ihr müsst dazu stehen. Und die Bevölkerung steht nicht dazu. Sie verschweigen alles, sie dulden alles. Es gibt nach meiner Erkenntnis ungefähr nur so ein Dutzend Leute, die sich dagegen wehren. Dazu gehört auch Christian Anders. Guckt nach. Christian Anders Learning Channel in YouTube. Er wird euch sehr, sehr gute Informationen geben. Der ist in allen Fernsehkanälen gesperrt. Warum? Weil er die Wahrheit sagt. Und ich habe so viele Sachen gemacht. Für mich interessiert sich die Presse nicht. Die wissen, die kennen meine Einstellung. Und nun mein Hatschiko, der vergnügt sich jetzt gerade mit sich selbst. Aber lassen wir ihn. Ich bin froh, dass ich meinen Hatschiko habe, denn er ist mein einziger verbleibender echter Freund. Ich habe noch zwei, drei Freunde in der Welt, aber sonst niemanden. Alle Verwandten und so weiter sind gestorben. Ich habe mal einen Film gemacht jetzt kürzlich, sind 50
die nicht mehr da sind. Onkel, Tanten, Mutter, Oma, Bruder, habe ich nicht, aber Sohn. Alle sind weg, auch Tiere, auch Hunde, die ich liebte. Ich habe nur noch den Hachiko Schönberg. Er hat 600 Filme in YouTube. Mit ihm laufe ich jeden Tag 15 Kilometer. Das erspart mir den Arzt. Ich habe seit 30 Jahren keinen Arzt gebraucht oder zumindest keine ärztliche Behandlung. Ärzte machen krank, das wisst ihr, werdet ihr auch in meiner Seite sehen, Informationen außerhalb der Lügenmedien. Es gibt, Impfungen sind gefährlich, es gibt einen Kieler Arzt, der sagt, ohne die Impfung würde es all die schweren Krankheiten nicht geben. Das gilt auch für Kinderlähmung, das gilt auch für AIDS. Also viele AIDS-Patienten würden leben, wenn sie nicht in ärztliche Hände gefallen wären. Mein Arzt ist zum Glück, Gott sei Dank, ich danke dir, oh Himmel, vor über 30 Jahren an einem Hirnschlag gestorben. Das hat mir das Leben gerettet, denn ich habe mir selbst geholfen bei meinen schweren Krankheiten. Ich habe mir sogar Krebs selbst geheilt vor 15 Jahren. Innerhalb von wenigen Tagen war es weg, nämlich eine Einstellung der Psyche, des Geistes, der universellen Heilkräfte. Jeder kann sich selbst heilen. Ich heile keinen, da wird man verfolgt, wird man beleidigt. Nicht nur das. Es gibt Leute, die helfen wollten, heilen wollen, die wurden getötet. Gibt es auch. Ist auch auf meiner Seite, auch in meiner Gruppe Informationen außerhalb der Jugendliche. Mit Nachweisen. Es gibt einen ganz guten Heiler, der wurde erschossen. Okay, das gilt auch für Energie, für freie Energie. Wer freie Energie erfindet, so wie ich meine Messias-Maschine erfunden habe, mich nehmen die nicht ernst, weil ich ja ein Kunstwerk daraus gemacht habe. Aber wer freie Energie erfindet, der wird natürlich verfolgt. Der wird auch umgelegt, wenn die Sache sich konkretisiert. Deutschland ist das Land der Innovationsverhinderung. Das will man gar nicht. Man will die alten Netzwerke nutzen, die alten Verbindungen, die mafiösen Strukturen. Alles ist doch in mafiöser Hand. Ob das Fußball ist, ob das Kino ist, ob das Kunst ist, ob das, was gibt's, Müllentsorgung ist. Alles ist mafiös geregelt. Es gibt nichts ohne Mafia. Es gibt keine Prostitution ohne Mafia. Es gibt gar nichts ohne Mafia. Alles ist mafiös geregelt. Und die Mafia arbeitet für die Bilderberger. Das ist auch bekannt. Guckt nach. Traugott Ikarot wird es euch sagen. Ich habe mal versucht mitzuschreiben, wie viel Geheimgesellschaften gibt es. Bei 20 habe ich aufgehört mitzuschreiben. Es sind so viele. Aber Bilderberger sind nicht die stärksten, will ich euch sagen. Darüber stehen die Jesuiten, der Papst ist Jesuit, darüber steht der schwarze Papst, der steht noch über dem Papst. Und ja, habe ich auch nicht gewusst. Habe ich auch nicht gewusst, dass es einen schwarzen Papst gibt. Und dann gibt es noch, darüber steht dann noch der Kreml. Ja, der Kreml. Habt richtig gehört, der Kreml steht weit über den Bilderberg, auch weit über dem Papst. Ja, Leute, das war mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, ihr habt Freude, wenn ihr meine Internetseite anguckt. Und zwar Volker Schäffler. Guckt doch mal rein in YouTube. Volker Schäffler oder guckt rein in Facebook oder in Xing oder LinkedIn oder Googlebus oder Twitter. Ihr werdet mich überall finden. Das war's, meine Freunde. Und tschüss. Jetzt werde ich mich entspannen mit Rollerskating. Und tschüss.
war's schon bei Filmen, habe ich gemacht. Ne?